So, jetzt hör auf, da hinter mir herzulaufen, verdammt nochmal. Sitzt hier wieder jemand? Nein. Okay. Die Tür hat man immer noch nicht gefunden. Die Tür, den Schlüssel dafür, die Tür. Mach doch dieses verdammte Licht aus! Okay. Ich weiß nicht, wie gehen wir wieder hoch? Also in den anderen Komplex. Du siehst mich nicht. Es ist aber noch arschdunkel. Hallo? Ha, Clown! Zeig mal deine Hupe. Sehr schön. Fuck, Alter. Gerade irgendwie ein Sch. Was zum. Wieso gehen die Lichter an? Fuck, die ist immer noch weg. Wer macht hier die Lichter an? Ich finde das nicht gut. Ich finde das überhaupt nicht gut. Ich finde es gar nicht gut. Oh Gott, folge niemals Lichtern. Oh mein Gott. Oh Gott, Alter. Ich trau dem Spiel überhaupt nicht, gell? Gleich springt dir was ins Gesicht. Hey, hör auf. Eigentlich gar nicht mal so schlecht, so, Kerzen mit Bewegungssensor. So, hör auf. Geh mal hoch. Hier wurde ja noch nichts angemacht. Oh mein Gott, Alter, schon wieder. Fick dich, ey, ich geh weg. Schon wieder läuft sie einfach da vorbei. Ah! Ich Idiot, das sieht man einfach nicht. Oben waren noch Türen, die ich nicht aufgemacht habe. Oh mein Gott, Alter. Habe ich die schon aufgemacht? Nein. Okay, das habe ich schon. Das habe ich auch schon. Die habe ich noch nicht. Verdammt. Oh mein Gott, die Vogelscheuche läuft irgendwo rum. Ein Geist läuft hier irgendwo rum. Ein Clown, der immer irgendwo hinwandert. Was geht hier nur vor, bitte? Das ist doch ein absolutes Horrorhaus, ey. Wo fangen wir denn an jetzt zu suchen? Gehen wir ganz runter. Das war ja das Zimmer hier, okay. Aber schön, dass die Kerzen angebracht worden sind. Das finde ich sehr nice. Sehr nice, versteht ihr? Das ist eine Abkürzung. Das ist ein Blumenzimmer.
What the fuck ist das, Alter? Hä? Was war das für ein komischer Schatten, ey? Alter. Diese Nacht haben wir beide kein Auge zubekommen. Die Geräusche hier im Haus wurden immer schlimmer. Alter, aber echt. Habt ihr das gehört? Ey, Wahnsinn, Alter. Da geht einem die Gänsehaut, ey. Wo sind wir jetzt? Bei Tag 23. Oh mein Gott, Alter. Was war denn das? War das eine Toilette? Ich will nochmal in dieses Esszimmer-Ding gehen. So. Mein Gott. Das hältst du gar nicht mehr aus. Ah, die Drecksvogelscheuche ist wieder da. Okay, danke. So, wir schauen uns jetzt noch mal kurz in dem Raum um. Nee, fuck, der war unten. Der war ja unten. Du kommst hier langsam einfach nicht mehr zurecht hier in diesem großen Haus. Perfekt. Ja, aber hier war nichts mehr. Die Geräusche kommen immer gerne, wenn man hier vorbeiläuft. Aber ich. Okay. Jetzt aber wohin? Voodoo-Zimmer hier. Nein, ja, glaube ich auch nicht. Ich weiß es nicht, wo lang? Mir fällt einfach langsam nichts mehr ein, was ich jetzt, also wo ich immer hingehen soll. Huh. Gib mir einen Tipp, verdammt. Hallo. Fuck you, Vogelscheuch, ich hab dich vorhin gesehen, jetzt bist du wieder weg. Clown? Nein, kein Clown. Ah, der Clown ist auch weg. Alle auf Achse, ganz ehrlich. Alle laufen jetzt hier rum. Verstecken die Schlüssel vor mir. Na super. Ich habe darauf überhaupt keinen Bock. Schauen wir mal, ob hier alles okay ist. Okay, ich gehe wieder rein. Das hat mir schon gereicht. Was war das? Teufel da oben, ey. Die Schwerter liegen immer noch da. Ich würde ganz ehrlich mit dem Schwert rumlaufen, auch wenn es nichts bringen würde. Gegen so verdammte Geister. Aber ich würde mich irgendwie sicherer fühlen. Da läuft mir, glaube ich, wieder jemand hinterher. Wenn man nur wüsste, wo lang. Ich laufe immer denselben Weg, immer im Kreis. Aber es bringt mir was. So ist es ja nicht. Aber ich weiß nicht, was ich immer sagen soll, euch, wie ich euch unterhalten soll jetzt. Weil im Grunde passiert ja überhaupt nichts.
Also nur so ein leeres Zimmer so. Naja. Laufen wir mal hoch, vielleicht läuft die Alte ja wieder durch die Wand. Oh, Batterien. Geile Sache. Nein, diesmal läuft sie nicht durch. Klauen. Was soll das? Versteckst du hier was, Klauen? Sag mir bitte, wo lang? Nein, nicht den passenden Schlüssel. Verdammt! Wo lang? Ich weiß es nicht. Was sollen wir tun? Spiel, gib mir einen Tipp. Bitte. Zeig mir Oma. Zeig mir den Weg, Oma. Komm. Verdammt, Oma. Was muss ich tun? Ich geh gleich raus oder Vogelscheuche. Bitte. Helft mir. Auch noch nichts. Was soll das? Aus dem Weg! War das das Spiel? Was ist hier los? Wo ist dein Schlüssel? Ah, da. Ich habe gerade gar nicht kapiert, was passiert ist. Wie habe ich das gemacht? Wer hat die Lautstärke verändert? War das das Spiel? Verändert das Spiel die Lautstärke? Mein Gott. Sind wir schon so weit? Wie cool aber. Wenn es das echt so ist. Ich hätte nichts gemacht. Ich wüsste nicht mal, wie ich das machen soll. Was soll das? Okay, da ist ein Zettel. Da ist noch ein Schlüssel. Hey, Clown! Ich find's cool, dass du hier... Wie bist du hier reingekommen? Die Tür war doch zu. Du Sau. Linda hatte einen totalen Nervenzusammenbruch. Ich muss sie hier wegbringen, egal wie. Wir müssen hier raus. Ja, dann lauf doch einfach. Lauf einfach. Guck mal, das Tor ist weit offen. Du kannst einfach durchgehen und einfach laufen. Tag 24. Wir haben einen Schlüssel. Öffnet sich langsam das Tor zur Hölle oder was ist los? Naja, einen Schlüssel haben wir. Ich find's immer gut, wenn wir einen Schlüssel haben. Weil so schreiten wir vorwärts. Ist mal ganz ehrlich, was sind das für Bilder, Mann? Und die Tapete erst, gell? Wahnsinn, was für eine Einrichtung. Gott, der Architekt wird gerade erschossen. Also, sie steht noch da. Es ist noch nicht Wanderzeit bei ihr. Die Wanderscheuche, Mann. Nein, da möchte ich nicht rein. Da war ich auch schon drin, das ist doch so eine Vorratskammer oder sowas. Ah, perfekt, jetzt sind wir hier. War hier alles schon offen? Ich glaube, eine Tür noch nicht. Genau die hier.
Fuck. Ich hab's genau gewusst, dass es hier so ein Durchgang gibt, ey. Die verfluchten Dinger. Gehen wir nochmal hoch. Und schauen uns mal in dem Raum nochmal um, wo wir gerade zuletzt drin waren. Ne, der war hier oben. Genau. Machen wir kurz Licht an. Der Clown ist nicht mehr hier. Sehr gut. Hier war es da gelassen. Verdammter Clown. Ich dachte, wir wären Freunde. Oh Gott!